Hi und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Marvin. Und kennst du das Problem? Dein MacBook wird heiß und laut, der Lüfter dreht auf und es nervt einfach nur. Das ist seit kurzem, du weißt gar nicht genau warum. Dann habe ich heute 3 Tipps für dich, wie du dieses Problem angehen kannst und vielleicht schon heute lösen kannst. Ich habe auch eine Idee, wenn diese 3 Dinge nicht helfen, aber ja, ich glaube, der allerletzte Tipp, also der 3. Tipp, ist tatsächlich der, der den meisten Leuten hilft. Nichtsdestotrotz würde ich dir vorschlagen, alle anzuschauen und alle einmal durchzuprobieren, denn diese Tipps kosten nichts und du kannst sie jetzt, heute und hier durchführen. Viel Spaß bei dem Video. Das Erste, was wir machen können, ist ein PRAM-Reset oder, wie ich so immer so schön höre von meinen Kunden, der Affengriff. Ja. Der PRAM ist ja ein Speicher, der quasi unter dem System liegt und gewisse Einstellungen speichert. Und es kann dazu kommen, dass auch da falsche Lüfterkurven beispielsweise eingespeichert werden und deswegen der Lüfter sich falsch oder unüblich verhält. Und um diesen RAM zu resetten, gibt es eine Tastenkombination, die ist total komisch zu drücken, aber hilft im Regelfall. Und zwar machst du dein MacBook komplett aus und dann drückst du die Tasten Command, Option, P und R gleichzeitig und hältst diese Tasten 20 Sekunden lang gedrückt. Wenn du das gemacht hast, ist dein PRAM zurückgesetzt und jetzt kannst du deinen Rechner einmal hochfahren und nachsehen, ob dein Lüfter sich immer noch genauso verhält wie eben. Die nächste Möglichkeit, die wir haben, ist der sogenannte System Management Controller. Ist im Grunde auch ein Reset, der SMC Reset, so nennt sich dieser Reset. Und auch der funktioniert folgendermaßen. Erstmal natürlich das MacBook ausschalten, dann auf der Tastatur jetzt die Tasten Shift, Steuerung, Option und den Alt- und Ausschalter drücken und das Ganze 10 Sekunden lang gedrückt lassen. Danach die Tasten gleichzeitig loslassen und den Mac starten, hochfahren, schauen, ob sich das Problem gelöst hat. Wahrscheinlich aber, und das ist dann Lösung 3, ist es wie in den meisten Fällen, viele, viele Menschen wundern sich, dass ihr Laptop heiß wird und laut wird und sind da vielleicht gar nicht dran gewöhnt. Jetzt auch in Zeiten von Corona, Homeoffice, werden immer aufwendigere Programme genutzt, wie zum Beispiel auch Zoom und so weiter. Ist ja im Grunde kein aufwendiges Programm, aber ich habe immer mal beobachtet, wenn man dann doch noch eine Webcam anschließt und noch andere Geräte, dann kann es dazu kommen, dass der Laptop sehr heiß wird. Eine Sache, die ich auf jeden Fall, und das ist Tipp Nummer 3 machen würde, ist, dass du in Mac einmal in deine Anmeldeoption gehst. Und zwar, du gehst in Mac unter Benutzereinstellung Anmeldeoption und schaust einmal, was alles überhaupt mit deinem Mac zusammen gestartet wird. Also was sozusagen ein Autostart ist. Es kann nämlich sein, dass sich da ein paar Programme eingeschlichen haben, die du gar nicht im Start haben möchtest. Und aus diesem Grund der Mac unnötig viel Leistung aufwenden muss und so auch Hitze generiert, der Lüfter geht an. Und ja, du merkst, wo das hinführt, das Problem. Diese 3 Tipps sind meine Top 3, die ich erstmal durchgehen würde, bevor wir irgendwelche anderen Schritte einleiten, wie zum Beispiel mal checken lassen, ob der Lüfter überhaupt richtig funktioniert. Den reinigen kann man nach einigen Jahren dann auch machen. Aber es gibt noch einen anderen Punkt und den zeige ich dir in Teil 2, denn es gibt auch ein Programm, mit dem du das Ganze steuern kannst. Ich habe das selbst, bin ich noch dabei, das auszuprobieren, habe es auch schon ausprobiert und das teile ich dann im nächsten Video mit dir. Soweit so gut. Vielen Dank fürs Einschalten und fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, einen schönen Abend euch allen.